Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tiny Tina's Wonderlands. Machen wir. Elementaradler! Was haben wir denn hier? Na komm. Keine tolle Idee, Waffe! Oh, ich glaub schon. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Das hätte ich gerne. Au. Okay, ihr haltet auch erstaunlich viel aus. Aber gut gestaubt. Hat sich ausgepillt. So, du bist noch ein bisschen was wert. Du bist noch ein bisschen was wert. Er ballert. Gut, so, das haben wir erledigt. Dann hat aber unser... Du bist doch da unten. Unser Koboldmädchen angeblich Probleme. Jetzt vergessen dich zu despawnen. Zurück an Arbeit, faule Kobolde! Sonst ich euch töten! Ja. Gut, hier geht's aber weiter. Und schon haben wir? Noch ein Orakel. Das scheint aber freundlich zu sein. Da bist du. Vielleicht ich dich Ecken nachtöten? Doch nicht freundlich. Man denn hier nie seine Ruhe? So, dann geben wir dir mal ein bisschen was. Vogelpower! Gib ihm. Warte, ich scheine jedes Mal Racker zu spawnen. Ah, doch nicht, du lebst sogar noch. Ich dachte, wenn ihr sterbt. Au. Direkt ins Eingemachte. Eine Axt. Es ist wohl an der Zeit, dass meine kleine grüne Freundin selbst kämpft. Der verrosteten Axt? Ich weiß ja nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Aber gut, ein bisschen Unterstützung kann ja natürlich nicht schaden. Halt ungefähr Koboldgröße. Ich habe was für dich. Überraschung. Beim Oger, eine Waffe. Schau, ich habe zwar KOTZ-Ausbildung, aber ich habe noch nie wirklich gekämpft. Du hast Feuer in dir. Versuch es. Du bist bereit. Okay, wenn du meinst. Aber zuerst ist es an der Zeit, die Höhlen für den glorreichen Widerstand zu beanspruchen. Hisse die KOTZ-Flagge. Na dann. Schön. Okay, Ja. Das ist ein großer Moment. Vermassle es nicht. Hört mich an, Mitkobolde. Die Revolution ist da. KOTZ ist hier, um euch von den Fesseln des falschen Gottes Bor-Kadar zu befreien. Schlägt euch uns an. Wir werden die Ketten der Unterdrückung abschütteln.
Dann los, meine lieben Kobolde. Bereit für die nächste Phase unserer Operation? Ich habe mich umgesehen und im Dorf am See einige politische Gefangene entdeckt. Wir müssen sie befreien. Okay. Dann mach mal. Ja, wäre gut, hier ist es auch wieder einiges mitzunehmen. Ich habe gerade der schminkende See gelesen. Bereit? Wir müssen die KOGZ-Gefangenen befreien. Aber Vorsicht, die Trollwärter sind echt zähe Knochen. Ich komme gleich nach. Kämpfe weiter, Champion. Ah, wird schon werden. Hier ist es wunderschön. Seltsamer Ort für ein Gefängnis. Ja, voll schlimm, oder? Schönheit der Natur, Sonnenschein, frische Luft. Macht mich krank, wenn man Kobolde solch schrecklichen Umständen aussetzt. Ja, echt. So, die armen Kobolde. Mehr davon. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Scheint so. Oh, ich mach Hackfleisch aus dir. Elementaradler. Ich bin ein Astronaut. So. Ja, wir sind ein bisschen eingefroren. Ich hab grad schon gewundert, warum wir so langsam sind. Autsch. Zauberflops sind bereit. Glaub nicht okay. So, armes Tuff-Tuff. Okay, geht. Braucht aber halt auch einen Haufen Munition. Ich meine, wir sind noch ganz gut ausgestattet, was das angeht. Sogar besser als das, was ich gerade habe. Aber ist halt nicht episch. So. Dann du. Bitte! Ich muss schnell irgendwo hin, wo es dunkel und feucht ist. Sehr gut. Dann mal los, mein Kleiner. Dich holen wir auch noch gerade mit. Ist da ein Schusser in deiner Nähe? Brich ihn auf. Ich will mich erinnern. Ja, wahrscheinlich da oben irgendwo. So, Schusser. Das heißt, ich bin jetzt da. Alles klar. Das bringt mir auch nicht weiter, ne? Mal von der Seite gucken. Da ist er, okay. Ah, von darüber springen. Schätze ich mal. Du hast nicht um dein Leben gefleht. Wenigstens etwas. Ups, da. Dann bitte da hoch. Na komm, ist doch markiert, dass ich da hoch kann. Kannst auch kompliziert machen. So, einmal schnell gelootet. Dann mal los!
Holen wir euch mal noch raus. Das sind sogar alle, okay. Weiter springen, ja. Die Gefangenen sind endlich in ihren feuchten Löchern in Sicherheit. Oh, ich vermisse mein feuchtes Loch. Aber es gibt noch was zu tun. Ah, alles klar. Eldons Eltern waren legendäre Helden. Wyvernzähmer, Riesentöter, Lieblinge der Königin. Er will ebenso besonders sein wie sie. Wie ich. Als ich ihm sagte, dass er das schon sei, hat er mich ausgelacht. Er will etwas Besonderes sein, während ich schon mit normal zufrieden wäre. Hm. So, dann lass uns vielleicht hier mal weitermachen. Frostexplosion. Mhm. Feuerrater, ja gut. Nehmen wir mal das. Mehr Crit Damage. Sehr gut. Dann, ja, lass uns noch ein bisschen weiter umschauen. Ich glaube, hier unten ist dann sowieso noch was. Wenn ich da mal lang gehe. Ja. Schnappen wir uns das mal noch. Müssen wir eh runter. Wahrscheinlich alles in dem Haus hier drin. Alles klar. Sie sind hinter mir her. Ich weiß nicht, ob ich sie abschütteln konnte, aber ich kann nicht mehr. Ich muss kurz durchatmen. Wer auch immer das hier findet. Dies sind vielleicht die letzten Worte von Ja. Ich hörte Gerüchte von einer Revolution am Suppenkessel. Und ich hörte einen Namen. K-O-T-Z. Kobolde opponieren tyrannische Züchtigung. Ich riskierte mein Leben, um damit zu machen. Davor war mein Leben eh nichts wert. Aber nun habe ich einen Grund, um zu kämpfen. Falls ich die Nacht überlebe. Okay, so, hier unten der Würfel. Jawohl. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. So, gut, du bist Geld wert. Von daher passt das. Hier noch was Tolles? Ah, potenziell. Hm. Ja, mehr Schaden. Massenmagie. Ich test's mal. So, der Rest lohnt sich dann nicht so. Dann einmal schnell den Würfel noch abhaken. Ich glaube, dann gehe ich aber nochmal in die Stadt rein, ne? Beziehungsweise Dorf. Dass wir da möglichst viel mitnehmen können. Hundfisch. Okay. Funktioniert immer wieder. Geht. Die Magie ist verbraucht. So gefällt mir das schon besser. Obwohl der Vogel mir, glaube ich, doch besser gefällt. Selbst schuld, weil du es versucht hast.
Das war's dann mit euch. Irgendwas Tolles fallen lassen? Leider nicht. Okay. Dann die nächsten Würfern. Nummer 1. Ich glaube, es mit dem kritischen Schaden hat sich aber gelohnt. Wenn ich mir das mal so anschaue. Du lebst jetzt also gerade noch so. So. Ah ja, das ist der Würfel. Oh, die Munition wird jetzt aber echt knapp. Du Glückspilz! Naja. Ich glaube, ich hatte noch nichts über 10. Noch eine 11, glaube ich. Heute bei den Würfeln. Alles klar, dann hätte ich gerne mehr Pistolenmunition. Was haben wir denn da oben? Sieht interessant aus. Sagen wir doch mal hallo. Ah, ja gut, die... Warte mal, Mission, die weitergeht. Wo geht der Questmarker hin? Der geht irgendwie raus. Aha. Warum auch immer. Andererseits, wir könnten gerade mal da unten gucken. Da ist ja auch noch eine Nebenquest und noch Sachen zum Sammeln. Siehst du das? Ach, scheinbar ist die Quest gerade pausiert. Gut, dann. Lass uns erstmal hier um die Nebenquest kümmern. Sind gleich wieder da. Die Revolution kann warten. Ist ja meistens so, dass bei Revolutionen, dass man es da nicht so eilig hat. Die Sachen sind ja meist schon eine ganze Zeit lang so, wie sie gerade sind. Das heißt, stört es auch nicht, wenn das ein bisschen länger so bleibt. So, Andüchen. Hallo Klepp. Schön, dass du wieder da bist. Ich breche gerne Hälse. Ja. Worum geht's? Der Schmiedemeister dieser Schmiede, Meister Tonhammer, ist mit einer Lieferung unterwegs. Und ich muss in seiner Abwesenheit magische Ausrüstung schmieden. Aber ich habe ein wenig bei meinem Lebenslauf geschummelt. Ich kann keine magischen Gegenstände schmieden. Aber ich weiß, dass man magisches Erz braucht. Schnapp dir die Spitzhacke, bau Erze ab und verteidige dich gegen wilde Tiere, während ich die schweren Aufgaben übernehme und die Schmiede vorbereite. Das klingt auf jeden Fall machbar. Okay, da oben ist der Würfel. Kommen wir da hin. Nicht von hier. Du hast alles. Jetzt rauf zur Mine. Das magische Erz baut sich nicht von alleine ab. Naja. Da ist die Mine. Verdammt! Meister Tonhammer hat sie verschlossen. Du kannst doch Schlösser knacken, oder? Na logisch. Gut geknackt, Lehrling.
Mhm. Aber ich glaube, zuerst versuche ich mal da hinzukommen. Da, okay. Holen wir uns gerade den Würfel noch. Zum Ende der Folge. Die Chancen steigen. Na, guck mal. Jetzt ist es doch schon etwas besser geworden. Du bist was wert. Du bist was wert. Du. Und du. Alles klar. Die nächste Folge schauen wir uns hier in der Mine ein bisschen um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.